Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, wir setzen heute den Koalitionsvertrag um. In dem war damals festgelegt, dass wir eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einführen wollen. Aber ich will ganz ehrlich sagen, ich kann die Euphorie, die hier teilweise in den Wortmeldungen aus den Reihen der Koalition kommt, aus Seiten der Rechtspolitiker der Union nicht so richtig teilen. Wir haben ein ausgesprochen anspruchsvolles Arbeitsprogramm im Urheberrecht in dieser Legislaturperiode gehabt. Wir haben zu Beginn das Verwertungsgesellschaftsgesetz neu geregelt auf Grundlage einer europäischen Richtlinie. Wir haben uns dann sehr intensiv mit dem Urhebervertragsrecht beschäftigt, das gemeinsam zum Abschluss gebracht. Und es war gut, dass wir bei all diesen Gesetzen immer eins ganz besonders im Blick hatten: die Rechte der Urheberinnen und Urheber und diejenigen der Rechteinhaber, die dafür sorgen, dass das geistige Eigentum, über das wir sprechen, überhaupt erst entsteht. Und uns war als Union dabei immer wichtig, dass wir die grundlegenden Regeln und Überzeugungen, die wir im analogen Zusammenleben haben, versuchen zu übertragen auf das Digitale. Das gilt für viele Rechtsbereiche, das gilt für die Innenpolitik und das gilt ganz besonders auch für die Rechtspolitik. Und da ist es eben so, dass der Ausgleich der Interessen, von dem gesprochen worden ist, im Regelfall dadurch stattfindet, dass eine Seite für die Leistung der anderen Seite Geld bezahlt. Und es ist schade, dass wir diesen Weg heute ein Stück weit verlassen. Wir haben Schranken, die wir schon kennen im Urheberrecht, und die haben dort ihre gute Berechtigung. Ja, es geht um die Wissenschaftsfreiheit, die im Grundgesetz zu Recht einen besonderen Schutz erfährt. Aber es geht eben auch um die Eigentumsfreiheit aus Artikel 14. Und wir wissen, dass im Urheberrecht immer auch in besonderer Weise das Persönlichkeitsrecht der Urheberinnen und Urheber eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass in diesem besonderen Spannungsfeld der Grundrechte für uns als Gesetzgeber auch besondere Vorsicht geboten sein sollte. Ich will zu dem Gesetz, das wir heute beschließen, vier kurze Anmerkungen machen. Als wir den Koalitionsvertrag damals beschlossen haben, im Dezember 2013, da war nicht absehbar, welche dramatische Veränderung sich für viele Verlage ergeben würde. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Fall Reprobell, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, bekannt geworden unter dem Schlagwort Vogelurteil, die hätten wir damals so nicht kommen sehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin unsicher, ob wir, wenn wir das geahnt hätten, diese Verabredung so getroffen hätten. Wir haben die Situation, dass gerade kleine und mittelständische Verlage in eine teilweise existenzbedrohende Situation gekommen sind. Durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die ich überhaupt sagen, rechtlich gar nicht kritisieren möchte, aber es hätte niemals ein deutscher Bundestag sehenden Auges eine Regelung beschlossen, die zu dieser Situation geführt hat. Und deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, dass wir zunächst auf nationaler Ebene sehr viel dafür getan haben, hier Abhilfe zu schaffen, dass wir jetzt dringend darauf warten, dass die endgültige Regelung auf europäischer Ebene getroffen wird. Und ich will schon sagen, das war uns ein wichtiges Anliegen, dass wir das hinkriegen. Und Herr Minister, hier mussten Sie zum Jagen getragen werden. Wir hätten uns gewünscht, dass das schon sehr viel eher geschieht. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Vorrang von vertraglichen Vereinbarungen. Es ist hier mehrmals angesprochen worden. Auch das ist ein Element, das wir in keinem anderen Rechtsgebiet überhaupt diskutieren würden, dass vertragliche Vereinbarungen Vorrang haben vor freiem Zugang zu Leistungen. Und wir hätten uns sehr gewünscht, dass wir dieses Instrument auch hier im Urheberrecht weiterhin nutzen. Und es ist schade, dass uns das am Ende nicht gelungen ist, das aufzunehmen. Die dritte Anmerkung. Wir haben unglaublich viel gerade im Bereich der Wissenschaft erlebt an Digitalisierung und sind gelegentlich auch am Staunen, was dadurch alles möglich ist. Was ich nicht begreifen kann, dass es uns nicht gelingen mag, ein funktionierendes System der Einzelabrechnung für urheberrechtlich geschützte Werke zu etablieren. Da haben wir möglicherweise als Gesetzgeber nicht genug getan, aber vor allem sind da die Hochschulen und die Verlage in der Pflicht. Deswegen ist ein wichtiges Anliegen, was wir haben, dass wir innerhalb der nächsten Jahre es schaffen, eine rechtssichere Online-Lizenzierungsplattform auch hinzubekommen.
Und eine letzte Anmerkung möchte ich noch erlauben, wenn Sie mir noch erlauben. Wir haben sehr lange mit diesem Gesetz gerungen. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Es gab auch in unserer Fraktion unterschiedliche Herangehensweisen und Ansätze dazu. Für uns war am Ende die Bedingung zur Zustimmung, dass wir dieses Gesetz befristen. Wir glauben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Und ich glaube, wir sollten diese 5 Jahre nutzen als einen Zeitraum des Übergangs, wo wir gemeinsam dafür arbeiten müssen, dass wir insbesondere dieses funktionierende Lizenzierungssystem hinbekommen. Und dann hoffe ich, dass wir, wenn wir das nächste Mal hier im Deutschen Bundestag über eine Regelung in diesem Feld beraten, wir Mehrheiten finden, die das geistige Eigentum wieder höher schätzen, als wir es heute tun. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Heck. Als nächstes erteile ich das Wort Frau Marianne Schieder für die SPD-Fraktion.